Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu der neuen Folge von Let's Play Pokémon Blatt Grün. Wir sind immer noch in der Arena. Willkommen bei Pokémon Quiz. Ja, ist okay. Wir beantworten die Frage wieder falsch. Absichtlich. Entwickelt sich Quapsel dreimal? Eigentlich ja. Gut, in der Generation auch nicht. Quapsel entwickelt sich zu Quapuzzi, dann zu Quappo oder zu Quap... Was ist es? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Die dritte Entwicklung. Quaxo, glaube ich. Also, ja. Ist falsch, okay. Ja, ist eigentlich dreimal, aber es ist nur zweimal. Weil es sich ja nicht von Quappo zu Quaxo entwickelt, sondern nur von Quapuzzi zu Quappo oder Quaxo. Heißt es Quaxo? Das heißt doch nicht Quaxo. Bin ich dumm? Ich meine, ja, aber. Bin ich dumm? Level 41 Bonita. Hä, das kann doch mit Level 40 zu. Ne? Galoppa entwickelt werden. Das ist brandgefährlich. Aber trotzdem. Okay. Wir wollen Dragonier an Anfang setzen. Einfach nur, um es noch ein bisschen zu trainieren. Hallo. Willkommen bei Pokémon Quiz. Ja. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ja. Lass uns beginnen. Sind Elektroattacken gegen Boden? Ja, natürlich. Ich weiß, warum Büro ein Trainer geworden ist. Warum? Weil... Warum? Galopper, okay. Er hat einen Galopper, immerhin. Das dürfte echt gute Erfahrungspunkte für Dragonier geben. Schätze ich mal. Feuerwirbel, nee. Oh, warum denn? Warum denn Feuerwirbel? Warum kannst du sowas? Warum? Was tut dein Trainer dir an? Mann. Feuerwirbel ist auch so eine Attacke, wo ich mir denke, ey. Braucht man nicht. Genauso wie Wickel. Oder so. Agilität. Dein Ernst. Finde ich nicht okay. Du bist doch eh schon schneller. Ich meine, warum setzt du denn gar Agilität ein? Aber okay. Ich akzeptiere das. Nehm das so hin. Weniger Damage für Dragonier. Die haben schon wie... Warum? Warum? Ich meine, es ist eine KI, na klar, aber warum wurde die denn so doof programmiert? Verstehe ich nicht. Autsch. Ja. Was? Alter. Schutz wirkt nicht mehr, ist okay. Das sind, glaube ich... Noch zwei Dings. Zwei Quizzes. Ja, okay, lass uns beginnen. Unterscheiden sich zwei gleiche Pokémon mit dem gleichen Level? Ja. Tun sie. Ich war in vielen Pokémon-Arenen, doch diese mag ich am liebsten. Feuer-Pokémon sind aber auch cool. Finde ich. Also, mit die geilste Dings. Wow. Mit der geilste Typ, finde ich. Feuer-Pokémon, doch. Aber Feuer allgemein, finde ich. Ist ganz cool. Allein, also... Nachspiel. Was ist das denn? Ich habe Angst. Ich will die Attacke nicht. Oh, wie mies. Oh, das ist mies. Oh, das ist mies. Haha. Alle AP verloren aufgrund von Nachspiel. Oh, das ist mies. Okay. Was wollte ich sagen? Ich finde aber auch Feuer-Pokémon in Pokémon allgemein sind halt so mit am coolsten gezeichnet oder so. Also sehen mit am coolsten aus, muss ich sagen. Oder seht ihr das anders? So, ich finde Feuer-Pokémon sehen immer richtig cool aus. Ich wäre nur an Panferno oder so erinnern. Oder Tornopto oder so. Das ist halt einfach... Ja, es ist einfach geil. Ich mag Feuer-Pokémon. Autsch, du bist zu stark. Tja, kannst mal sehen. Ja, komm, dann machen wir halt ohne Aquawelle weiter. Wir haben noch Donner und Dings. Also okay, würde ich sagen. Ist ja nur noch jetzt der eine Trainer hier. Ist der im 28 die Froschattacke klar? Was ist die Froschattacke? Gegen Wasser kann Feuer nichts ausrichten. Was ist die Froschattacke? Gibt's die überhaupt oder ist es einfach nur, um
irgendwie die Spieler zu foppen, so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich spam jetzt einfach Drachenwut. Drachenwut ist eine gute Wahl. Finde ich. Drachenwut ist immer gut. Oh. Okay, Vuganu hat mehr als 80 Dings KP. Aber ist ein Bodycheck eingesetzt, also hat es jetzt weniger als 40. Oder für, oh, was? Oh. Mm. Ah, Mann! Jetzt brennt Dragon ja auch noch. Ich glaube, ich setze gleich einfach eiskalte Top-Genesung ein. Ich glaube, das mache ich gleich. Oder? Weiß nicht. Ich meine, Level-Up wird es eh nicht mehr kriegen, also wechsle ich jetzt einfach auf. Komm, Nidoking. Einfach mal Nidoking in den Kampf schicken. Mit Schaufler oder Steinhagel. Wir setzen Steinhagel ein. Ist ja auch feuereffektiv, also von daher. Kriegt Nidoking halt noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Wie gesagt, Turtok wird eh ein Level aufbekommen. Oh, ich habe verloren. Tja. Also Turtok kommt eh Level 40. Wir machen mal kurz noch einmal zur Sicherheit ein Hyperheiler auf Dragonier und ein Hypertrank auf Dragonier. Nicht extra Top-Genesung verschwenden. Ich meine, davon können wir uns später in der Siegeshalle noch richtig viel kaufen. In der Siegeshalle. bei der Pokémon-Liga. Noch richtig viel kaufen, aber naja. Aha, ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du sollst Feuerheiler parat halten. Nee, ich hab Hyperheiler. Ist auch okay. Oder Top-Genesung. Er hat vier Pokémon, ein Fukano. Dein erstes Pokémon ist ein Fukano. Was das? Safe! Schon zu einem Arcani weiterentwickeln könnte. Alleine, weil es Feuersteine in Prismania gibt. Und du könntest da bestimmt hinkommen. Definitiv. Und du hast ein Ponita. Was halt bestimmt... Ja, es kann mit Level 40 zu einem Galopp entwickelt werden. Hast du etwa B gedrückt oder ihm Ewigstein gegeben? Dein Herz. Come on. Ich meine, Ponita gibt auch gute Erfahrungspunkte. So ist nicht. Ist schön. Siehst du, du hast das sogar schon, Galopper. Da musst du doch wissen, dass es sich mit Level 40 entwickelt. Ich meine, gut, das ist Level 42, aber das tut nicht zur Sache. Mann. Immer diese komischen Pokémon-Trainer. Wahrscheinlich hat Ponita einfach mit Level 40 gefangen. Und dann einfach... Ne? Nichts gemacht. Ist einfach mit Level 40 gefangen und fertig. Nicht mehr weiter trainiert. Vielleicht ein paar Attacken beigebracht oder so. Mehr nicht. Nicht trainiert. Kein... Was? Ach, Sprungkick oder so, ne? Nee. Wie heißt es? Ah, wie heißt es? Ah, mir fällt der Name nicht ein. Sprungfeder. Ah. Okay. Wusste ich. Mhm. Das war ein unnötig in die Länge gezogener Kampf. Gegen das Galopper. So, was hast du noch ersetzt? Arcani. Natürlich hast du ein Arcani. Warum hast du denn ein anderes Vulkano noch nicht weiterentwickelt? Mann. Level 47. Was? Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass meine Pokémon ein wenig an der Level sind. Zumindest ein bisschen. Alter Vater. Wir machen nochmal Feuersturm, ist okay. Ist okay. Mein Sound ist aus. Lol. Ist mir das ständig passiert. Das ist nicht gut. Aber gut, wir haben die Arena geschafft. Turtok Level 41. Okay, wir machen das Level Cap einfach. Das Level Niveau auf 41, komm. Ein Feuer ist erloschen. Du hast den Vulkan auch erheblich verdient. Ja. Haha, der Vulkanhorn steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Was ist das? Was ist das? Feuersturm. Ah.
Allerdings ist hier gegen... Ja, machtlos. Warum hast du sie dann trotzdem eingesetzt? Können wir Schaufel einsetzen? Schade. Das wäre witzig. Das wäre echt witzig. Aber gut, wir haben... Turtok Level 40. Das heißt, jetzt nächstes erstmal Dragonier dran. Würde ich sagen. Doch. Und... Ja, wir gehen jetzt schon in die nächste Arena. Ich denke nicht, dass wir sie in diesem Part schaffen werden. Weil... Oh, Bill. Wenn das nicht Lucia ist. Ich bin es, Bill. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt auch das PC-System. Nun, hör zu, da wir uns hier treffen, wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Es gibt eine kleine Insel tief im Süden, die Island 1 genannt wird. Ein Freund hat mich eingeladen und ich bin auf dem Weg dorthin. Wie wäre es? Hast du Lust? Nee. Wie, du bist so beschäftigt? Nun gut, das Schiff hat noch nicht abgelegt. Angelegt. Ich warte am Pokémon Center da drüben auf dich. Hol mich ab, wenn es... Okay. Ich habe ja gesagt, die Islander besuchen wir nicht. Es gibt da, glaube ich, eh nichts Krasses für uns. Auf den ersten drei Islands. Glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht noch ein bisschen Training oder so. Ja, wahrscheinlich. Aber mehr auch nicht. Aber das hat uns nicht zu interessieren. Eigentlich. Nee, ich hab mir gesagt, yo, wir machen die Liga durch und so und Islander lassen wir in Ruhe. Die mache ich vielleicht so für mich. Oder so irgendwann mal, wenn ich Bock drauf habe. Oder machen wir vielleicht mal im Stream oder so. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber ansonsten lass ich's. Weil, wie gesagt, bringt uns nichts. Können wir eh erst später hin und so weiter. Deswegen. Hey, warte, Champion-Spiel. Nicht einmal ich kenne die Identität des Arena-Leiters von der Thunder City. Soweit ich weiß, ist er von allen Arena-Leitern der gefährlichste. Die Arena, die Trainer hier setzen Boden-Pokémon ein. Okay. Allein mein Anblick lässt deinen Pokémon schaudern. Nein. Nicht wirklich. Also echt wirklich nicht. Seit wann ist Arbok ist doch kein Boden-Pokémon? Komm schon. Arbok ist Gift. Du hast gefälligst Boden-Pokémon einzusetzen. Ist ja eine Boden-Pokémon-Arena. Mann. Die Leute das alles nicht checken. Ich weiß, ich rede mich wieder unnötig über sowas auf, aber... Das hat mich in der Gift-Arena schon aufgeregt, dass da die ganze Zeit Psycho-Pokémon eingesetzt wurden. Warum? Erklär's mir. Please. Ich möchte es wissen. In der Gift-Pokémon-Arena. Warum werden da so viele Psycho-Pokémon eingesetzt? Das finde ich so doof. So, du bereitest dich darauf vor, denkst du so, okay, geil, da kommt das und das oder die und die Pokémon. Da kann ich richtig schönes Training für das und das Pokémon machen. Und auf einmal hast du mit dem Pokémon keine Schnitte dagegen, weil das Pokémon keine effektiven Attacken gegen die und die Pokémon hat, die da eingesetzt werden, obwohl du dich auf andere vorbereitet hast und so. Das ist total doof. Das finde ich echt blöd. Naja. Wow. Nidoking. Ich glaube, ich sollte dir doch Durchbruch beibringen. Habe ich das Gefühl. Ich meine, Durchbruch ist eine geile Attacke. Ich liebe Durchbruch. Sie ist halt auch echt stark. Ach nee. Oh. Alter. Als ob. Wenn es jetzt ewig so weitergeht, ne? Ich glaube, ich bringe Nidoking wirklich Durchbruch bei. Ich bin gerade echt am Überlegen. So, weil Doppelkick... Obwohl Doppelkick halt eigentlich stark genug ist. Es sind halt zwei Instanzen. Zwei Damage-Instanzen. So oft wie das Volltreffer macht irgendwie. Ne, ich bleibe bei Doppelkick. Doppelkick ist schön. Nidoking Level 38. Schön. Sie kringeln sich vor Lachen. Nein! Ja, deine Pokémon sind halt einfach zu krass für dich. Hier ist noch ein Trainer. Gratis, die Königsdisziplin des Kampfsports. Okay. Wenn du das sagst. Den Kampf-Pokémon, oder? Warum? Jetzt mal im Ernst. Warum? Das ist, weißt du, der Typ sagt am Anfang am Eingang sogar noch, yo, hier setzen die Trainer Boden-Pokémon ein. Ich habe bisher nicht ein, das ist der zweite Trainer und ich habe nicht ein Boden-Pokémon getroffen. Warum?
warum? Das ist halt einfach blöd. So, jetzt im Ernst. Das ist blöd. Man denkt sich so, okay, cool. Setz ich mal einen Dragonier an Anfang. Weil das hat gegen Boden-Pokémon. Ne, eine Aquawelle und so. Kann das ein bisschen trainiert werden. Nee, nix. Nix. Alter. Aber okay, es hat sich selber besiegt. Das ist okay. Oh, ich finde das finde ich blöd. Ich finde das echt blöd. Warum? I don't like that. So, okay, dann holen wir uns den Trainer hier oben nochmal. Arena-Halle von Verdania City war lange Zeit geschlossen, doch nun ist der Meister zurück. So, Leute, freut euch auf den Arena-Leiter. Einsam Dame, danke! Du bist der Erste, der Boden-Pokémon hat. Oder ein Boden-Pokémon zumindest. Danke. Ah, schön. Mann. Das kam unerwartet. Das kam unerwartet. Es war ein Volltreffer, glaube ich. Aber es kam unerwartet. Alter. Dragonier, was ist los mit dir? Blitzer. Ah. Oh. Das ging sogar noch. Oh, er setzt Supertrag ein. Scheiße. Ich wollte erst noch mal Aquawelle machen. Aber ich habe es dann doch gelassen. Komm, machen wir nochmal Flammenwurf hinterher. Einmal fast alle Attacken durchgehen. Ich würde auch Donner einsetzen, aber das wäre dumm. Das wäre dumm. Ein Rihorn. Ja, das geht. Das geht fit. Einfach Aquawelle. Und Rihorn dürfte sogar One-Shot sein, schätze ich. Weil doppelt effektiv. Das heißt vierfacher Damage, ja. Und Dragonier dürfte Level 40 erreichen. Schön. Ein Nidorino. Da kommt Smetbo zum Einsatz. Denn Smetbo kann mit Psychokinese schön in Nidorinos Hühen zum Platzen bringen. Nein, das klingt zu böse. Das ist sehr effektiv, weil Nidorino Gift ist. Hornattacke. Oh. Psychstrahl. Sehr schön, Smetbo. Und ein Nidoking noch, alles klar. Das kriegen wir auch noch hin. Ich glaube, einen Trainer können wir, glaube ich, gleich sogar noch machen. Fuchtler. Hoi! Oh, was hätte ich gerade für einen Volltreffer gegeben, ey. Alter! Das war eben ein Volltreffer von Nidoking, aber trotzdem. Holla die Waldfee, ey. Kann Nidoking nicht nur dreimal Fuchtler einsetzen? Oder allgemein kann Fuchtler nicht nur dreimal eingesetzt werden? War ich zumindest immer der Meinung. Smetbo Level 40. Das ist sehr schön. Bodyguard. Nee. Wann lernst du denn dich selber auch? Ich guck das nach dem Partner nach. Ich wurde besiegt. Was? Ja, das wurdest du. Einmal ein Hypertrank bitte für Tauboss. Denn jetzt setze ich erstmal Tauboss ein bisschen am Anfang. Weil Tauboss halt echt... Tauboss kommt nicht zum Einsatz irgendwie, habe ich das Gefühl, ne? Tauboss ist echt sehr, sehr untertrainiert. Wenn ich das mal so sagen kann. Hey, so langsam geht die Luft aus. Nein. Oh, letzter Kampf, Leute. Für den Part. Ja, okay. 5 Pokémon hat der Typ wieder. Alles klar. Eigentlich sollte ich hier auf Turtok wechseln, aber naja. Ich glaube, ich wechsle auf Turtok. Das ist mir zu wenig Damage. Dann sitzen wir ja morgen noch hier, ey. Alles klar, dann überziehe ich den Part zu lange, wenn ich hier nicht wechseln würde. Ja, Tauboss ist aber auch, also zumindest das Tauboss. Sonst habe ich Tauboss immer so stark in Erinnerung. Aber das Tauboss ist irgendwie echt schwach, habe ich das Gefühl. Irgendwie, oder? Kommt mir das nur so vor.
Weil es halt so ein bisschen underlevelt ist. Weiß es nicht. Komm, gegen Georok setze ich wieder Taubos ein, weil Taubos kann Stahlflügel. Wenn das vielleicht echt ein Fehler war, weil Georok Steinattacken kann und Stahlflügel es nicht one-shotten wird. Wir hoffen einfach. Es ging daneben. Ach, Kacke. Ach, als ob das auch viermal trifft. Okay. Turtok, mehr Training für dich. Ist halt das Problem. Zwei Arenen hintereinander. So, es gibt... Warte mal. Es gibt drei Arenen. In dem du, wenn du mit Shiggy startest, einfach nur mit Shiggy durchrushen kannst. Also Turtok im Endeffekt. Einmal die erste Arena. Stein. Ne? So. Eigentlich eine Steinarena. Wenn ich mir jetzt recht überlege, hatte dann Dama und Sandan und so. Warum? Okay. Dann die Feuerarena hier. Und jetzt nochmal die Bodenarena. Das sind drei Arenen, die du nur mit Turtok theoretisch machst. So. Das ist ein bisschen unlucky. So. Ein Pokémon noch. Ein Knogger. Nein, ich wollte nicht wechseln. Dann ist der Part aber auch vorbei, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass sich der Kampf so zieht. Aber gut. Ist halt so. Schön. Will ich auch ein Level-Up bekommen? Das wäre cool. Nein, schade. Mir gehen die Pokémon aus. Tja. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!